Hi und herzlich willkommen zum Tutorial Soulsack Secrets. Ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt und einige von euch wissen schon, um was es geht, nämlich um mein neues Heft, Soulsack Secrets. Es ist ein Playalong-Heft, es ist ein Workshop-Heft. Es hat ganz viele Kapitel zu allen möglichen Themen, die wichtig sind, wenn man in einer Band spielen will oder sich mit dem Thema Soul und Funk auseinandersetzen möchte. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Wir werden zu jedem Thema eine Lesson machen und hier auf den Kanal stellen. Viel Spaß! Und schaut mal weiter. Der Ton macht die Musik, so heißt es in einem Sprichwort. Und da ist wirklich was dran. Wir üben das Saxophon, wir greifen, wir spielen Noten, ganz viele und ganz hohe und auch ganz tiefe. Und bei all dieser Spielerei vergessen wir oft, dass es darauf ankommt, dass die Töne, die wir spielen, gut klingen. Und die Mutter aller Tonübungen, die uns hilft, einen wirklich guten Sound zu haben, ist das Aushalten von langen Tönen. Gleichzeitig ist das aber auch die langweiligste Übung, die es überhaupt nur gibt. Niemand macht sie gerne und genau deswegen fängt unser Heft damit an, weil wir etwas gegen diese Langeweile tun wollen und einen super Playalong produziert haben in einer fantastischen Liveband, die uns das Aushalten der langen Töne zu einem wirklichen Vergnügen machen. Jeder Anfänger kann lange Töne spielen, aber gut lange Töne zu spielen, also so, dass der Ton stabil steht, dass wir ihn lauter und leiser spielen können, dass wir ihn klanglich modulieren können. Das ist eine lebenslange Aufgabe und aus diesem Grund üben alle großen Saxophonisten, wenn man mal verschiedene Interviews liest, David Sanborn, Michael Brecker, was haben sie geübt? Immer erstmal lange Töne, weil der Sound ist alles. Und darum fangen wir mit den langen Tönen auch an. Ich möchte euch ein paar Tipps dazu geben. Wir haben das Problem, dass viele Saxophonisten am Anfang, wenn sie das Instrument lernen und auch im Verlauf ihrer weiteren Übephase immer wieder dazu neigen, die Luft ins Saxophon hinein zu pressen. Aber Achtung, es heißt Blasinstrument und nicht Pressinstrument. Das heißt, wir versuchen lieber entspannt die Luft durch das Saxophon hindurch zu blasen. Versucht gerade rein zu blasen. Hier bei meinem Saxophon sieht man hier diesen Steg. Und in dieser Linie kann man sich sehr gut vorstellen, dass man hier so hineinbläst. Unterlippe nicht zu weit nach innen, auch nicht zu weit nach außen, sondern meistens findet man eine mittlere Position, mit der die Töne sehr leicht ansprechen. Und auch noch wichtig, die Mundwinkel. Klarinettisten spielen so, Saxophonisten spielen eher so. Dadurch, dass ich die Mundwinkel links und rechts ans Mundstück setze, so, kann ich den Ton viel offener spielen und viel dynamischer. Ich mache euch das gleich mal vor. Und jetzt Achtung, wenn ihr laut spielt, spielt maximal laut. Viele haben Hemmungen laut zu spielen. Spielt laut, spielt so laut, dass das Saxophon scheppert, bis der Nachbar klopft. So laut. Und versucht am Ende ganz lang den Ton so lange wie möglich zu halten. Denkt ans Tauchen, noch ein paar Meter weiter geht immer. Nicht zu früh auftauchen, also lieber noch 3-4 Sekunden weiterspielen, weil gerade am Ende haben wir den Trainingseffekt. Viel Spaß mit der Übung. Wir blenden jetzt das Original von der CD zum Heft ein. Da werdet ihr hören, dass die Band wirklich fantastisch ist und es auch echt Spaß macht, damit zu spielen. Viel Spaß und wir sehen uns bei der nächsten Lesson von Soulsack Secrets. Macht's gut!